So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 13.09. und ich möchte heute gerne den Thainacher Wanderweg laufen. Und um hier wegzulaufen, habe ich jetzt mal hier gestartet in Bad Thainach. So, und hier haben wir schon die erste Bank mit zwei halben Thainacher Flaschen als Gag. Und hier beginnt auch die Runde. Das können wir ganz kurz hier sehen. Hier oben, der Thainacher geht in diese Richtung. Und das machen wir jetzt. So, hier kommt man also schon mal am Freibad vorbei von Bad Thainach. Aber wir müssen jetzt in diese Richtung weiter. So, jetzt sind wir wieder in so einer Weggabelung und wir laufen natürlich die empfohlene Laufrichtung, sprich nach rechts. Ja, von der Überdachung, beziehungsweise hier ist auch mehrere Sitzmöglichkeiten, hat man schon mal einen ganz nicen Blick über Bad Thainach. Sehr schön, wirklich, muss man sagen. Ja, hier haben wir mal wieder einen schönen Blick über Bad Thainach. Hier unten der Pool, das gehört zum Badhotel in Bad Thainach. Das ist eine etwas gehobenere Absteige oder wie auch immer man das sagen mag. Das ist ein etwas gehobeneres Hotel, was man vielleicht hier oben sehen kann. Das ist der Turm von Zavelstein. Da gibt es also so eine Ruine und das ist der Turm dazu. Den kann man auch außerhalb der Corona-Zeiten kann man den auch besteigen. Jetzt bin ich schon wieder in so einem zweiten überdachten Häuschen, wo man sich auch setzen kann, wo man einen schönen Blick wieder hat über Bad Thainach, diesmal aus einer anderen Perspektive. Die will ich euch auch nicht vorenthalten. Also bis jetzt kann ich wirklich sagen, der Wanderweg, der Thainacher, der ist wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert. Also man findet ständig Hinweisschilder, in welche Richtung dass es weitergeht. Und somit ist man sich natürlich auch immer sicher, dass man noch auf dem richtigen Weg ist. Sehr gut. So, wie man sehen kann, gibt es hier eigentlich noch verschiedene andere Wanderwege und es ist relativ gut ausgeschildert alles in der Gegend und es gibt da noch Hinweise zum der Thainacher, weil hier unten ist ja, wie gesagt, das Hotel Therme Thainach und das, was wir vorhin schon die Poolanlage gesehen haben, beziehungsweise das ganze Hotel von oben. Und ja, hier gibt es immer noch wieder Hinweise, wo man vielleicht auch mal essen gehen kann. So, das ist also das Mooshäusle. Also auch hier kann man mal Rast machen, eine Weile hinsitzen. Ist sehr, sehr schön gemacht, muss man wirklich sagen. Also Sitzmöglichkeiten gibt es hier auf dem Wanderweg bis jetzt zumindest jede Menge. Also da kann man immer mal wieder Rast machen und sich ausruhen. Ist schon ganz gut gemacht. Hier ist auch nochmal die Erholfunktion des Waldes erklärt und unten, was man machen sollte und was nicht. Zum Beispiel Motorfahrzeug außerhalb des Waldes parken, kein Feuer im Wald entzünden und die befestigten Wege nicht verlassen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
So, und hier kann man nochmal den Sponsor, die Mineralbrunnen Teinach GmbH, ist der Sponsor dieses Wanderweges. Und hier ist auch alles nochmal ein bisschen erklärt. Die Quelle des guten Geschmacks und die Quelle Walter 1, wie tief das und wie tief das alles gebohrt wird oder wo, wie tief das Wasser herausgeholt wird. Ja. Und hier unten, das Wasser da unten sieht, das Blaue und das Braune, das sind alles leere Sprudelkisten, also Mineralwasserkisten, diese Kunststoffkisten. Und damit ihr es auch wirklich glaubt, das was ihr da hinten sehen könnt, hinter den Büschen, viel kann man jetzt nicht erkennen, aber das ist tatsächlich die Mineralbrunnen GmbH Bad Teinach. So, auch hier haben wir wieder ein Teinacher Hinweisschilder, warum das Ahornblatt auch im Logo ist und ja, Dinge zum Naturpark Schwarzwald mit dem Nord etc. 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 Also da kann man auch noch einiges lernen. So, hier kann man auch was über die einheimischen Singvögel im Schwarzwald lernen, was hier alles angesiedelt ist. Ganz interessant ist es. So, und auch hier haben wir wieder diese ganzen Wegpfeiler in alle Richtungen und wir müssen quasi jetzt nach links immer der Teinacher hinterher. Jetzt geht es in 0,2 Kilometer geht's über die Teufelsbrücke und in 0,4 Neuer Damm. Also ich bin jetzt gerade mal so knapp über 2 Kilometer gelaufen und ich muss jetzt sagen, bis jetzt ist der Weg nicht nur sehr gut ausgeschildert. Es gibt genügend Sitzmöglichkeiten, das habe ich ja vorher schon gesagt, aber er ist auch wirklich bis jetzt wirklich leicht. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ich habe noch kein Höhenprofil von dem Weg mir angeschaut. Ich lasse mich einfach mal überraschen, aber es sieht jetzt nicht so aus, dass es sehr, sehr schwierig wäre. Also ich glaube, das kann man jetzt auch, wenn man nicht so gut geübt ist, diesen Weg wirklich sehr gut laufen. So, wie es aussieht, kommen wir jetzt gerade an die besagte Teufelsbrücke. Und dann werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, da drüben verläuft eine Straße und dann müssen wir wahrscheinlich bald die Straße überqueren irgendwie und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Auch hier wieder ein Hinweisschild. Nahrungsspezialisten unter den Vögeln, da ist alles auch sehr, sehr gut wieder erklärt, wer was frisst und wie sie sich so verhalten. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Teinacher Weg geht quasi jetzt rechts über so einen schmalen Weg darunter. Das ist so ein kleiner Trampelpfad. Aber die Teufelsbrücke, und das steht auch hier, habe ich gerade, als ich die Brücke betreten habe, habe ich es gesehen. Es ist eine alternative Strecke über die Brücke. Also man kann sowohl dort als auch hier gehen. Also ich habe mich jetzt für den Trampelpfad entschieden. Das scheint mir irgendwie vielleicht der schönere Weg zu sein. Weil wir laufen dann den Bach entlang.
Und irgendwo, denke ich mal, müssen wir wahrscheinlich auch überqueren. Schauen wir mal. So, und hier haben wir unsere Bachüberquerung. Wir können quasi über die Steine laufen. Sehr schön gemacht. Wer das natürlich nicht kann, der kann hier oben über die Brücke drüber laufen. Gefällt mir, sehr gut. So, und jetzt müssen wir doch wieder zurück zur Brücke, auf der anderen Bachseite natürlich. Und ich denke, dann müssen wir gleich die Straße überqueren und dann geht es wieder in den Wald und weiter. Ja, auch hier ist wieder ein schönes Hinweisschild, wo alles ganz gut erklärt ist. Und das Thema hier ist die Lebensgemeinschaft Feuchtwiese. Also welche Tiere dort leben und was sie so futtern. Also wir sind ja hier, wie gesagt, an der Teufelsbrücke, wo wir gerade den Bach überquert haben. Und man muss dazu sagen, es gibt halt auch hier noch die Möglichkeit, von hier aus die Runde zu laufen. Also hier gibt es noch außerhalb von Bad Teinach noch zusätzliche Parkplätze, Wanderparkplatz, Teufelsbrücke. So, und hier ein paar Meter neben der Teufelsbrücke überqueren wir dann quasi die Landstraße. Hier ist nicht viel Verkehr. Kein Problem. Und dann geht es hier quasi auf der anderen Seite schön weiter. Das sind geschotterte Wege. Schauen wir mal, was kommt. Bin gespannt. So, jetzt haben wir die Straße überquert und jetzt geht es hier über solche Trampelpfade durch den Wald. Und hier ist der Anstieg schon ein bisschen anspruchsvoller, es ist für einen Wanderer kein Problem. Aber es geht hier dann doch jetzt das erste Mal so ein bisschen steileren Berg hoch. So, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich schon die ganze Zeit, seit ich gestartet bin, die ganze Zeit alleine auf dem Weg unterwegs. Man sieht keine andere Wanderer. Das kommt aber vielleicht auch daher, da gestern die große Ferien vorbei waren, die Urlaubszeit ist vorbei, alle gehen wieder ihrer Arbeit und Tätigkeit nach, die Kinder gehen in die Schule und insofern ist wahrscheinlich hier jetzt nicht wirklich viel los oder man sieht ja, dass nichts los ist. Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger im Schwarzwald auf die Wanderwege. Hat ja auch seine Vorteile. Man kann sich hier wirklich, wirklich schön erholen. Und was man natürlich jetzt auch hier speziell bei diesem der Teinacher Wanderweg sagen muss, er ist wirklich viel im Wald, es ist schattig. Und ich denke mal, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt gerade im Hochsommer, wenn es extrem heiß ist, ist das hier ein Riesenvorteil, weil man läuft sehr oft im Schatten, nicht nur, aber sehr oft im Schatten. Und die kühle Waldluft, die erübrigt oder die senkt dann nochmal zusätzlich die Temperaturen. Und dadurch wird es natürlich sehr angenehm, diesen Wanderweg zu laufen. Also ich kann ihn bis jetzt wirklich nur empfehlen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
hier haben wir jetzt mal zur Abwechslung ein Schild. Da wird was über die Waldpflege, über die Forstarbeit erklärt. Auch sehr interessant. Kann man alles mal lesen. Man lernt mit Sicherheit immer noch irgendwas dazu. Also ich bin jetzt, der Wanderweg, der ging jetzt durch den Wald wieder runter bis zur Bad Teinacher Mineralwasser GmbH. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen steiler bergauf. Es ist machbar, also eigentlich gar kein großes Problem. Und jetzt haben wir auch gleich wieder einen schönen Blick über Bad Teinach. Kann ich euch auch gleich noch zeigen. So, das ist also die Firma Teinacher. Hier wird das Mineralwasser abgefüllt. Wie ihr sehen könnt, schön im Schwarzwald. Auch hier geht es wieder in verschiedene Richtungen. Also man kann hier verschiedene Wanderwege benutzen. Die streifen hier irgendwie alle den Teinacher Wanderweg. Und ja, hier ist so eine aus Holz, eine schöne Wasserflasche. Da kann man sich auch was draus holen zu trinken. Ja, ich halte es mal ein bisschen besser rein, damit man sehen kann. Wie es aussieht, ist aber schon alles leer. Also da habe ich wohl Pech gehabt. Aber auch hier wieder vieles erklärt zum Mineralbrunnen Teinach GmbH und was ist alles so hier in der Gegend alles noch gibt, Teinacher live erleben. Also man kann hier vieles sehen und lernen. So, wir müssen jetzt also nach rechts Richtung Mathildenstaffel, 0,2 Kilometer, also 200 Meter. Und Imbergburgblick ist in 1 Kilometer. Ja, an den Mathildenanlagen, benannt nach Königin Charlotte Mathilde von England 1766 bis 1826, Ehefrau König Friedrichs II. Von Württemberg 1754 bis 1816. Mathildenanlagen, diese Richtung, sieht jetzt vielleicht im Video ein bisschen nicht so steil aus, aber in Wirklichkeit, es ist doch steiler, als es im Video aussieht. Aber packen wir's. Ja, mal wieder ein Hinweisschild über unsere Waldtiere, die Waldbewohner. Siebenschläfer, Gartenschläfer, Mauswiesel, Hasen natürlich, Kaninchen, Rötelmaus und so weiter. Also hier geht's ab im Schwarzwald. Mal eine andere Art von Sitzmöglichkeit. Alles aus Sandstein gemacht, sehr kreativ, cool. Also wie gesagt, an Sitzmöglichkeiten fällt es hier beim Teinacher mit Sicherheit nicht. Also heute Morgen war ich noch auf der anderen Seite des Tales und also wir sind eigentlich schon eine ganze schöne Strecke gelaufen. Wie viel weiß ich nicht, ihr müsst jetzt gerade auf meinem anderen Handy gucken, das sage ich euch aber noch. Also ich bin jetzt seit 1,5 Stunden unterwegs, bin 4,41 Kilometer gelaufen. Für manche von euch wird es mit Sicherheit wenig erscheinen. Da sieht man auch noch mal kurz, wie ich gelaufen bin, den Streckenverlauf. Wie gesagt, ich muss hier nebenher noch filmen und
dadurch zieht sich das natürlich. Wenn man natürlich nicht filmt und durchziehen kann, dann sieht die Welt natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich muss hier filmen, fotografieren und es kostet natürlich unheimlich viel Zeit und deswegen bin ich eigentlich erst so weit. Wieder eine schöne, aus Sandstein gemachte Sitzbank. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt kommen wirklich sehr steile Treppen. Gott sei Dank, das Stückchen hier ist nicht ganz so lang. Aber ja, ein bisschen eine Herausforderung brauchen wir natürlich auch. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann geht es jetzt hier direkt weiter. Okay. So, also ich bin jetzt oben an den Mathildenstaffeln oben angekommen. Und ich muss sagen, das war jetzt also doch deutlich anstrengender, als ich mir es vorgestellt habe. Ich musste mehrfach eine Pause machen, weil ich mit Atmen nicht mehr hinterhergekommen bin. Aber jetzt bin ich oben und jetzt das sieht es ein bisschen entspannter aus. Also höher wie jetzt können wir definitiv nicht mehr kommen. Und wenn, dann kann es nicht viel sein. Wir sind auf jeden Fall, wir haben jetzt einen relativ hohen, großen Höhenunterschied absolviert in der letzten halben Stunde, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen chilliger. Schauen wir mal. So, die Häuser, was man hier sehen kann, das ist die Ortschaft Emberg. So, und direkt vor Emberg gehen wir wieder rechts rüber in Richtung Wald, in die Richtung da über die Wiesen, Richtung Wald. Ich denke mal, dass es dann so allmählich wieder ins Tal abgeht. Schauen wir mal. So, die Mathildenstaffeln, die waren also wirklich richtig anstrengend, fand ich, also für mich zumindest, weil es ging wirklich extrem lang, also bestimmt eine halbe Stunde, sehr steil teilweise hoch und ich musste wirklich mehrfach eine Pause machen, weil ich, wie gesagt, mit Atmen gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Aber im Moment jetzt haben wir, ich denke mal, den höchsten Punkt überschritten und jetzt geht es langsam wieder durch den Wald, Gott sei Dank, im Schatten, wieder runter, denke mal Richtung Bad Teinach, lassen wir überraschen und ja, jetzt gerade ist es auf jeden Fall ein bisschen entspannender. Schon der Wahnsinn, wie der Baum gewachsen ist. Er ist über den Stein drüber gewachsen. Unglaublich, was die Natur alles so hervorbringt. So, mittlerweile sind wir in der Wolfsschlucht angekommen und es geht hier immer so, ja,
über so Trampelpfade und über sehr viele Steine geht es dann so allmählich in Richtung talabwärts. So, jetzt geht es hier zur Berghütte, die ist nur ein paar Meter neben dem Weg, das nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir uns, da kann man auch sich hinsetzen eine Weile und das mache ich jetzt kurz. Ja, hier gegenüber von uns auf dem Berg oben liegt Zabelstein mit dem Turm, den ich vorhin schon beschrieben habe, dass man den je nachdem besichtigen kann und besteigen kann. Aber jetzt wegen der Pandemie, da weiß ich jetzt gerade nicht aktuell, ob er geöffnet ist oder nicht. Tja, an dem muss man unweigerlich vorbei, ob man will oder nicht. Aber es scheint ein netter Zeitgenosse zu sein. Er lächelt. Ja, was man hier sagen muss, der Weg ist natürlich, das ist so ein Trampelpfad, er liegt im Schatten, dadurch ist natürlich die Erde auch ein bisschen feucht und die Wurzeln, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht ausrutscht. Also es ist, man muss wirklich schon mit dem Kopf ein bisschen bei der Sache sein, bei dem, was man hier macht, weil es ist nicht so ganz ungefährlich. Es ist machbar, kein Thema, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, sonst kann man auch ganz leicht stürzen. Ja, hier am Wegesrand ist schon der nächste Zeitgenosse. Scheint auch guten Mutes zu sein und ja, es macht auch einen recht freundlichen Eindruck. So, wir sind jetzt hier bei der Schlossberghütte in Bad Hainach. Die haben hier, glaube ich, ja, jeden so einen Feiertag haben sie offen. Da gibt es auch Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr und diverse andere Sachen. Also man kann hier auch ein bisschen was essen und trinken. Ist ein ganz guter Tipp, wenn man auf dieser Tour der Hainacher unterwegs ist. So, jetzt sind wir also in Zabelstein und hier haben wir also wirklich noch schöne Fachwerkhäuser und eine verkehrsberuhigte Straße hier rüber zum Turm, zur Burgruine. Zabelstein, im Gang der Zeiten, die Schmiede. So, das kann man sich hier also alles auch nochmal schön angucken. Da liegt noch das ganze Werkzeug, Schleifsteine, Amboss, ja, auch ein Ofen ist angedeutet, sogar mit einem künstlichen Feuer, mit einem LED-Feuer. Cool, sehr schön gemacht. Und auch viele Tafeln, wo alles erklärt wird über die Schmiedekunst in Zabelstein. Thank you.
So, ich bin jetzt so ziemlich am Highlight angelangt. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt oben auf dem Turm der Burgruine Zavelstein. Und wie ihr sehen könnt hinter mir, es ist wirklich ein wunderschöner, atemberaubender Blick. Auch hier auf der Seite, wenn man da mal runter gucken will. Man kann also wunderschön ins Schwarzwald runterschauen, ins Teinachtal, denke ich mal. Da unten geht's, oder das ist dann das Teinachtal. Und ja, die Burgruine kann man auch noch sehen. Ich zeige euch gleich noch mehr Bilder. Ich mache mal schön so einen Rundumschwenk. Und dann kommt jetzt gleich Zavelstein hinter mir. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Ist wirklich ein Highlight, hier oben zu sein und mal so diesen schönen Rundumblick zu genießen. So, jetzt könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen vielleicht. Man hat also wirklich einen atemberaubenden Blick hier über die Gegend. Hier runter, da sind noch, ja, kann man runter gucken. Das ist also, gehört zur Ruine von Zavelstein. Hier unten das große Gebäude, was wir sehen, das ist die Sprudelfabrik Teinacher. Da kommt also das ganze Mineralwasser her. So. Und dann kommt jetzt wieder Zavelstein. So, ich habe jetzt genug die Aussicht genossen. Jetzt geht es wieder runter Richtung Bad Teinach zu meinem Auto und dann wieder Richtung Heimat. Langsam knurrt mir der Magen, ich brauche was zu essen und zu trinken. Und deswegen gucke ich jetzt, dass ich Richtung Heimat komme. Tja, und so sah das Ganze früher mal aus. So, noch ein letzter Blick auf die Burgruine Zavelstein und dann geht's weiter hier runter im Schatten Richtung Bad Teinach. So, jetzt sind wir hier in der Adolfshöhe, nennt sich das hier. Das ist ein schickes Bauwerk. Vermutet man hier gar nicht mitten im Wald. Da steht es auch nochmal. So, da kann man nochmal schön hinsitzen, Pause machen. Und das brauche ich jetzt auch. So, jetzt sind wir eigentlich wieder im Teinachtal, wie ihr sehen könnt. Das ist die Teinach. Und jetzt ist es nicht mehr so weit bis zum Auto. So, wir sind jetzt wieder zurück in Bad Teinach am Freibad, am Parkplatz. Und ich muss sagen, es war eine schöne Strecke. War aber anspruchsvoller, als ich dachte. Aber war sehr schön, doch muss ich sagen. Kann ich bloß empfehlen für jeden. Macht Spaß. Insofern wünsche ich euch alles Gute, macht's gut. Euer Wolfgang.